Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir reagieren ja live auf Twitch mal auf ein Video von Garnelio und zwar mit mir in der Hauptrolle und einem Radio. Ich habe das Video noch nicht gesehen, das fertige, und ja, bin gespannt, wie es ist. Also, los geht's. Okay, der Effekt ist lustig. In 10 o'clock, good evening, this is the world tonight. Bisschen sehr laut. Mensch, mach leiser. Oh, schon voll der Spoiler, ey. Warum? Warum? Ich habe extra diese Spoiler bei mir abgeschafft. Sascha! Jo! Ich habe gehört, du kannst erst hilft. Ich muss gerade überlegen, wann habe ich das gefilmt? Aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ja, ich habe einen Kurs gemacht. Wir haben hier einen schweren Patient, der auf jeden Fall wiederbelebt werden muss. Ach du Scheiße, was ist das denn noch? Glaubst du, du kriegst es hin? Was war das denn mal? Ein altes Radio. Sieht schon echt nicht appetitlich aus. Jetzt. Sind 60ern. Okay. Und jetzt ist ein Aquarium drin. Und das habe ich so bei uns im Keller gefunden. Es sieht aus, als ob das schon jahrelang auf jeden Fall so rumsteht. Und einmal. Wäre es doch schön, wenn wir das irgendwie hier herrichten und einen geilen, schönen Platz hier hinten finden. Los geht's. Sehen, oder? Ja. Super. So, dann machen wir das Ding jetzt mal sauber. Oh je, jetzt geht's los. Also Plan ist es auf jeden Fall erstmal, hier alles rauszumachen. Ja. Dann die vertrockneten Algen hier raus. Eventuell hätte man die nochmal wiederverwenden können, oder? Natürlich nicht. Los geht's. So, eigentlich wollte ich die Rückwand rausmachen. Ich habe jetzt aber gesehen, sieht gar nicht so schlimm aus. Das sind nur Algen, was da dran sind. Algen und Kalk war das. Und fragt nicht nach Sonnenschein. So, um die erstmal runterzubekommen, weil die passt optisch eigentlich ganz gut zu dem Holz von dem Radio. Also, versuchen wir das ganze Ding mal sauber zu kriegen. Die ganzen Algen und den ganzen Kalk da wegzubekommen, habe ich hier Zitronensäure. Danke nochmal an Thomas für den Tipp übrigens. Das habe ich durch Thomas damals kennengelernt mit der Zitronensäure, dass es super geil funktioniert. Also Kalkflecken, Zitronensäure, kriegt ihr in der Apotheke oder im, ich glaube sogar in der Drogerie oder sowas. Super Zeug. Die packe ich mir jetzt erstmal hier so eine Wasserflasche rein. Bisschen Wasser dazu. Und jetzt auf Ex. Als ob. Mal gut schütteln. Dann ab ins Aquarium. Noch besser ist übrigens Eichenextrakt, nur ich glaube, das hätte die Rückwand aufgelöst. Jetzt mit Zitronensäure geht das super, könnt ihr auch zu Hause ausprobieren. Zitronensäure gibt es in der Apotheke, Drogerie und so. Ich sag's weiter. Ja, und um jetzt die Algen so ein bisschen rauszukriegen, nehmen wir das ganze Ding einfach mal mit raus und sprühen das mit Wasserdruck ab. So, da steht das gute. Oh je, ich glaube, ich hatte den Stabilisator nicht in der Kamera drin. Die wo, Chat meint gerade, wo sind die Handschuhe? Die hatte ich doch an, habt ihr das nicht gesehen? Da ist der Schlauch. So, jetzt haben wir kurz einweichen lassen. Man sieht dann, geht schon alles ab. Ich habe voll Angst gehabt, dass sich die Farbe von der Rückwand ablöst, wenn ich das mache. So, und sauber ist das Ding. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht die komplette Rückwand einfach bemoose. Oder nicht die komplette, ein Teil davon jedenfalls. Ich glaube, da dürfte das Moos ganz gut drauf halten. Als Filter habe ich schon überlegt. Ich sage euch ganz ehrlich, das war der Plan. Eigentlich war der Plan, die Rückwand rauszumachen. Aber die war so festgeklebt, dass ich sie nicht rausbekommen habe. Deswegen war Plan B, sie drinnen zu lassen.
nehmen wir wieder diesen Aquael Pet Mini Filter. Der hat ja vorher schon da drin seinen Dienst geleistet und wird das wohl jetzt auch wieder tun. Müssen wir mal gucken, wie wir den dann irgendwie verstecken. Der Filter ist übrigens auch super gut. Den habe ich hier in zwei Kallax-Becken bei mir. Den Filter haben wir jetzt hier drin. Wie gesagt, den werden wir jetzt gleich noch ein bisschen verbauen. Aber jetzt fangen wir erstmal an, das Ganze einzurichten. So, Hardscape habe ich jetzt schon mal rausgesucht. Wir haben jetzt hier Frodo Stones. Zwei große, zwei Main Stones. Die machen wir da links und rechts. Dann nochmal fünf solche Päckchen mit Frodo Stone Bruch. Ja, als Bodengrund nehmen wir hier den Seachem Fluid Sand. Und da muss ich im Nachhinein sagen, es war ein Fehler, den Seachem, den feinen Sand zu nehmen. Ich hätte eher den groben nehmen sollen. Weil der Feine halt echt ziemlich, ja, wie sagt man, staubt. Also das Wasser ziemlich trüb macht am Anfang. Ein sehr schöner Bodengrund. Also bei dem Seachem, wie gesagt, Vorsicht, den vorher am besten entweder auswaschen oder irgendwas noch drüber legen. Und gerade für das kleine Becken hier eigentlich super geeignet. Und für unten drunter nehmen wir noch ein bisschen was von unserem Lavagranulat. Läuft da gerade ein Weihnachtslied im Hintergrund? Jetzt ohne Scheiß, ist das ein Weihnachtslied? Okay, danke, Chat. Es ist stille Nacht. Ich hab keine Halluzinationen. Hendrik, wenn du das siehst, warum? Warum Weihnachtslieder? Es ist noch kein Weihnachten. Grüße gehen übrigens raus. Das ist der Cutter. Sicher, es ist Pascal sitzt da im Hintergrund. Das Hardscape haben wir jetzt schon mal fertig. Ich hatte ja voll die Bedenken, dass die Steine eigentlich optisch überhaupt nicht zu der Rückwand passen, aber durch den Bodengrund haut es von der Farbe her eigentlich wieder hin. Chat, was meint ihr? Passt das von der Farbe her? Was ich jetzt noch vorhabe, ist an Pflanzen, hier hinten auf jeden Fall die komplette Rückwand zu bemoosen, also die Stellen, was man jetzt von hier aus dann sieht, die hinteren, die Stellen, bemoosen, hier Stängelpflanzen rein, hier ein paar Butzen Verlandras rein, komplett eigentlich auf Stein getrimmt lassen. Servus Sascha, du wolltest Lampen? Ja genau. Du kriegst Lampen. Geil, geil. Fresh sieht es aus. Das hast du jetzt auf die Schnelle gemacht? Ja, mal kurz. Geil, geil. Das sieht echt und ein bisschen Bedenken gehabt wegen der Rückwand, weil die vom Farbton halt nicht passt, aber ich habe mir überlegt, ich bemoos die einfach komplett und lasse die einfach hinten in so einem Rahmen auch ausgespart. Dann hat man von hier, wenn man guckt, eine schöne Tiefenwirkung. Ah, so ein... Wie so ein Torbogen eigentlich. So eine Art Tor quasi genau, mäßig genau. Zu der Welt. Ja, den geil. Filter haben wir hier hinten auch schön versteckt. Das ist nice. Ja. Und da machen wir keine Pflanzen hin da hinten. Wir pflanzen das hier oben mit Flame-Moos, das nach oben wächst. Und dann haben wir das da hinten auch abgedichtet. Okay, dann hat man trotzdem guten Kreislauf. Genau. Und man sieht die Technik nicht so an. Ne? Ja, also hier ist die Flussrichtung. Ja, geht hier hinten raus. Und hier dann zieht es rein. Ja, okay, das ist geil. Bin ich mal gespannt. Ansonsten sieht es schon mal echt nice aus. Und dann im zweiten Step, wenn die Pflanzen so langsam kommen, komme ich nochmal vorbei. Bevor wir jetzt die Lampen reinbauen, besorge ich erstmal die Pflanzen und die Pflanzen erstmal ein. Pflanzen habe ich jetzt gerade mal rausgesucht. Also wir nehmen auf jeden Fall für den Hintergrund, für hier hinten, nehmen wir Limnophilia sessifolia. War wichtig, schnell wachsende Stängelpflanze zu nehmen, damit wir da keine Algenprobleme bekommen. Und Limnophilia sessifolia ist eigentlich so mit das Beste, was man nehmen kann, wenn man ein Becken startet und was schnell wachsendes drin haben will, was halt die Nährstoffe rauszieht. Eine schnell wachsende Stängelpflanze mit feinen Blättern. Dann haben wir nochmal Weeping Moss, Christmas Moss und Flame Moss. Das Flame Moss, das kommt dann hier oben drauf. Kannst
Zwischendurch noch bei Christmas-Moos. Christmas-Moos wächst fest am Untergrund. Weeping-Moos wächst nicht fest. Und Flame-Moos wächst auch fest. Also bei Flame-Moos ist es so eine Glückssache eigentlich immer. Aber Christmas-Moos wächst am Untergrund fest. Dann das Weeping-Moos. Ja, machen wir auch hier so in den hinteren Bereich. Gemischt mit dem Christmas-Moos. Und hier vorne an die Steine kommen dann noch ein paar Butzerwaldantras. Hier haben wir jetzt das Flame-Moos drauf. Das wächst dann später nach oben. Und hier hinten kommt jetzt das Flame-Moos oben so mäßig als Barrikade, dass man ja, die Rückwand nicht mehr sieht. Christmas Moos drauf. Die Musik ist schon besser. Ganz schön eng, die ganze Geschichte. Jetzt, wo wir das Aquarium ja fertig haben, ich sag nur, der arme Tisch. Sorry nochmal, Jungs, für die Kratzer im Tisch. Kümmern wir uns mal um das Radio. Ich habe mir nachher noch überlegt, ob man das vielleicht irgendwie mit irgendwelcher Holzschutzpolitur oder sowas hätte noch behandeln können. Aber ich glaube, das hätte den Oldschool, diesen Vintage-Look kaputt gemacht. Du musst natürlich noch die LEDs reinkleben. Hier oben waren ja schon mal welche drin, ne? Und da kommen jetzt nochmal zwei LEDs rein. LED, beste Lampe. Die Beleuchtung haben wir jetzt auch wieder drin. Jetzt würde ich sagen, befüllen wir das Ganze mal mit Wasser und packen das Ganze da rein. Ist aber schon geil gemacht, oder? Also von der Technik jetzt her, wie das Becken da drinne platziert ist. Hätte man theoretisch sogar so als Terrarium stehen lassen können. So, unser Radiokorb ist jetzt fertig. Wir müssen nur Wasser einlassen. Dann passend einen Platz stellen und dann mal gucken, was die anderen dazu sagen. So, jetzt haben wir einmal hier unseren Platz ausgewählt. Hier werden wir das erkannt. Ah, das war der erste Platz, den wir eigentlich gedacht hätten. Ah, okay, gucken wir weiter. Mario von Sascha, was er heute gescaped hat, hinstellen. Er bringt es jetzt mal gerade hoch. Ich habe es noch nicht gesehen, nur das Hardscape vorhin. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf den Sascha warten. Der sich natürlich mal wieder Zeit lässt. Wo ist er denn? Hab grad Pause gemacht. Wo bleibt Sascha? Alarm! Alarm! Einen starken Mann zu Hilfe geholt. Ja. Hast du den muskulösten bei uns mitgenommen? Ja, ich hab den kräftigsten gesucht. Ja, geil, ja, ich bin nicht mal gespannt. Der hat auch das Ader weggetragen können. Ja, auf jeden Fall alleine. Es werde nicht. Also der Platz war nicht gut. Ich spoilere schon wieder zu viel. Wow. Richtig fresh. Ja. Wie lange hast du gebraucht, Sascha? Das Einrichten? Ja. 1 bis 2 Stunden ungefähr. 1 bis 2 Stunden für dieses Meisterwerk. So, wir haben jetzt nochmal einen anderen Standort. Ja, es war nämlich zu hoch da oben. Levin. Chat fragt gerade, wie man das putzt. Ganz einfach, du ziehst es einfach hinten raus, so wie ich das reingemacht habe. Und holst das Aquarium dann da sozusagen einfach aus dem Kasten raus und dann kannst du es sauber machen.
Du meinst, es kommt in die Küche? Ja. Küchenradio. Küchenradio, genau. Ja, ich finde, das macht sich gut da. Also, passt geil zum Tisch. Von hier schaut. Ja. Wieso? Oder? Wieso? Weil es so hoch steht da hinten. So hoch steht. Ja. Aber es hätte bestimmt auch einen Shitstorm gegeben in der Community. Die Leute sagen, ist es euer Ernst, wollt ihr ein Aquarium über Bücher machen, über jeden Wasserwechsel? Stimmt, Fasch hat recht. Den Fehler habe ich auch schon mal gemacht. Deswegen sind meine ganzen Aquaristikbücher im Eimer. Das ist alles nass. Ich finde es schön da. Das sieht gut aus. Da seht ihr, was ich gemeint habe, dass der halt ziemlich staubt am Anfang. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr den benutzt, wascht ihn vorher aus auf jeden Fall. RaveTV, danke für dein Follow. Chat fragt, ob das nicht zu schwer ist mit Wasser. Ne, da ist oben ein Loch drin in der Abdeckung. Da kannst du das Wasser rauslassen. Also darüber kannst du das Wasser rauslassen und dann kannst du es hinten rausziehen. Ja, cool geschnitten. Cool geschnitten. Ihr könnt mir mal Feedback in die Kommentare schreiben. Und natürlich nicht vergessen, Garnelio abonnieren, Glocke aktivieren und kein Video mehr verpassen. So, bis zum nächsten Mal.